Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA, Freunde. Es ist wirklich soweit, der Beef zwischen Khamzat Chimaev und Shavkat Rakhmonov ist entfacht. Khamzat Chimaev hat ein Bild kommentiert von einem Bekannten von Shavkat, wo er auf jeden Fall auch auf diesem Foto mit drauf war. Und er hat ihn dann in diesem Sinne beleidigt, hat gesagt, wer ist dieser Trottel oder wer ist dieser Idiot oder Dummkopf oder wie man es auf jeden Fall nennen will. Und ja, Shavkat hat es mitbekommen, Khamzat Chimaev hat diesen Post aber dann wieder gelöscht gehabt. Aber trotzdem hat er es gesehen und wurde dann in einem Interview damit konfrontiert. Und Shavkat hat jetzt einige Worte an Khamzat Chimaev gerichtet und hat hier auch ganz klar gesagt, dass er mir das gerne mal, wenn wir uns persönlich sehen, noch mal ins Gesicht sagen kann. So, ich werde ihn hier nicht beleidigen, ich werde niemals seine Familie beleidigen oder ihn sonst irgendwas auf eine Art und Weise schlecht machen. Aber solche Dinge gehen nicht und deshalb werden wir uns auf jeden Fall treffen im Oktagon. Wir werden kämpfen, er weiß, dass ich komme und jetzt hat er mich wahrgenommen. So, also das ist auf jeden Fall die Aussage von Shavkat. Ich denke, wenn die sich treffen, könnte es auch sehr, sehr impulsiv werden. Wir alle wissen, Shavkat trainiert mit Gilbert Burns, ja. Also hat er hier auch ganz klar gesagt, er hofft, dass Gilbert Burns diesen Kampf gewinnen kann und dass er hochkommt, wenn Khamzat ihn wieder runterholt. Also da hat er seine Meinung, da hat er ihm sicher auch geholfen. Er ist auch ein Sambo-Spezialist, Shavkat, und ist auch ein gefährlicher Gegner für Khamzat und für Gilbert Burns auch, wenn er den Kampf gewinnen sollte. Ich bin gespannt drauf. Guckt euch gerne das Interview an. Jetzt kommt es und da seht ihr auch den Post von Khamzat Chimaev, den er wieder gelöscht hat. Ansonsten, Freunde, wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Like und Abo da. Nicht vergessen, heute ab 4 Uhr das Main Event, ne, beginnt die Main Card. Also einschalten, Khamzat gegen Gilbert Burns wird einfach nur unnormal brutal. Aber ja, interessant, wie es jetzt auch hier mit Khamzat und Shavkat weitergeht. Lasst ein Like und Abo da, wenn es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA. And my perspective, the Williams on Lichos as attacker, coming to set Jerome's more Williams attack the top champions, the same of the same, just like this. Attack track, я ему плохо не отношусь, мы просто ринги соперники, а так, что могу сказать? Я его, его семью оставлять, конечно, не буду. Или его, его народу там, да. Время покажет, мы подеремся, тогда будет ясно, кто из нас сильнее. А... Что может сделать там, хочет ты будешь нервничать или что? Я просто на таких вещах, в принципе, голову не брать. Значит, я у Хамзата на голове, он нервничать начинает, когда про меня начинает узнавать. Вот. Знаете, мы когда-нибудь по-любому встретимся, по-любому он ждет этого боя. Для него самый главный бой для Нью-Йорка и чемпионка со мной, я думаю. Мы можем на ринге подраться, можем на улице подраться, это без разницы. Кто-то захочет, конечно, какие-то вопросы будут, вот они будут, что-то. На улице не сможем драться или что-то. Если надо, будет по-любому подраться. Это сходу он может не врагить, если пока не нет. От него зависит, какая у него реакция будет. Если у него реакция будет. Всякий бывает. Я думаю, досрочно будет. От бойцов это зависит. Если будут они, если захотят, досрочно захочет. Если будут вперед идти. А так думаю, будет там интересно.